Hallo, meine Lieben, ich möchte euch mein neuestes Spielzeug zeigen. Von der Idee, dass ich sowas unbedingt brauche, bis zum Kauf, war es gar nicht so lang. Erschreckend kurz und ich dachte bis vor kurzem eigentlich auch noch, ich brauche sie nicht, aber ja. Ich habe sie relativ günstig bei Amazon gekriegt, die kosten ja eigentlich 129 Euro. Ich fand jetzt diese von Heidi Swap auch am besten, weil die viereckige Löcher macht. Und da die Drähte ja eigentlich auch eckig sind, weil sie ja diese zwei Drähte haben. Und ich in den Videos, wenn ich Videos gesehen habe, immer gesehen habe, dass es ein bisschen stockt bei den runden Löchern, dachte ich, die eckigen sind vielleicht besser. Ich finde die vom Design her auch sehr schön. Und ja, ist jetzt kein richtiges Unpacking, weil ich habe den Karton natürlich gleich aufgemacht und ein bisschen rumprobiert. Ich musste relativ oft stanzen, bevor das ganze Fett und Öl weg war von den Stanzen. Und es ist so richtig, ist es eigentlich immer noch nicht weg. Ja. Dann habe ich natürlich auch gleich ein bisschen rumprobiert. Und dann mache ich auch mit euch nachher gleich mal eine Sache, die ich schon ein bisschen vorbereitet habe. Das Teil ist relativ groß. Also ich war dann doch ein bisschen erschrocken. Und zwar, ja, 31. Im Ganzen ist es vielleicht 31. Und die Breite 23. Also das ist schon unheimlich schwer. Das Ganze, also der Griff, wo man stanzt, der ist im Normalzustand eigentlich immer oben. Und der hat hier so ein Band, wo man das festsetzen kann. Ja. Dann ist das eigentlich relativ einfach alles erklärt. Also ich musste nicht viel in der Bedienungsanleitung lesen, wie man stanzt. Habe auch schon mein erstes Projekt fertig. Das sieht immer ein bisschen krumm und schief aus, aber es stanzt trotzdem ordentlich. Dann habt ihr hier, ich weiß nicht, ob man das sieht, vielleicht mache ich mal hier das Ding lieber auf. So. Dann habt ihr hier so eine Markierung. Das ist immer die Mitte. Also auch die Mitte ausgesehen, von wo ihr euer Projekt stanzen wollt. Dann immer mittig hier am Center anlegen. Dann habt ihr hier die Möglichkeit, das auszufahren. Und Papiere mit 33 cm, also 13 Inch anzulegen und zu stanzen. Und das Ganze macht man, kann man hier immer festsetzen. Hier hat man noch so, das ist zum Festsetzen, wenn man das runterdrückt. Also man muss das Papier einlegen, so dass hier auch ein Loch drin liegt. Dann macht man das runter, arretiert es. Und dann kann man weiter stanzen, ohne dass man an den Löchern vorbeistanzt. Also das ist eigentlich alles relativ leicht. Dann später, wenn man die Ringe festmachen will, die hängt man hier ein. Dann kann man sein Projekt einhängen und später wird es dann hier hinten drin zusammengedrückt. Und das Ganze, das hier geht relativ schwer. Da muss ich nachher noch gucken. Das habe ich schon in den ganzen Videos gesehen. Das muss man runterdrücken. Und dann wird es in die Richtung gedreht. Ich habe nachher was mit 3 Achtel. Ja, das geht relativ schwer, aber das ist nicht so schlimm. Und das wird dann ganz genauso hier reingelegt und auch durchs Runterdrücken zusammengeschoben. So, das war im Groben. Also es gibt ja schon so viele Videos dazu, wie das Ding so funktioniert. Wie gesagt, ich fand die Heidi Swap am besten, wegen der viereckigen Löcher. Ich verlinke euch das mal. Ich glaube aber, die Heidi Swap gibt es schon nicht mehr so günstig. Dann zeige ich euch mal mein Projekt, wo ich gerade dran bin und was ich jetzt mit euch zu Ende machen werde. Und zwar wollte ich gerne einen Kalender machen und der sollte in so dreieckiger Form. So, da kommt dann unten noch ein Boden rein. Diese dreieckige Form, die dann so als Standkalender auf dem Tisch steht.
und hier so gebunden wird. Und hier habe ich 12 Dreiecke noch mit drauf, die man dann so umblättern kann. Ich habe noch keine Ahnung, ob das funktioniert. Das war nur so eine Idee. Die Datei habe ich mir dann selbst in der Software erstellt, in der Silhouette-Software, und habe es mir dann geschnitten. Die Printables sind von Kleine Göre. Das verlinke ich euch auch wieder. So, jetzt habe ich das erstmal wieder rausgemacht. Und das ist auch von Kleine Göre. Und die Kalender habe ich mir aus dem Silhouette Design Store runtergeladen. Für 89 Cent, glaube ich. So. Dann habe ich mir diesen Drahtbinderrücken schon mal gekürzt. Ich habe für mich geschaut, wie ich das am besten brauche. Bin dann auf 8 Löcher gekommen, die ich dann so gutmittig gestanzt habe. Und da müsst ihr euch genau 8 Zacken abschneiden und die dann hier in der Mitte abschneiden mit einer Drahtschere oder mit einer Drahtzange. Und das bleibt dann über. Ich weiß auch noch nicht, ob ich habe mir nur eine Größe erstmal bestellt, weil ich überhaupt noch nicht weiß, welche Größe ich am meisten brauche. Da war ich mir noch sehr unschlüssig. So, hier habe ich mir dann so eine Datei erstellt. Und da ich die Cameo habe, die ja nur auf A4 schneidet, habe ich mir einmal so eine Datei erstellt, die hier im Ganzen ist. Die passt auf dem A4-Blatt drauf. Dann habe ich mir dieses Dreieck mit Laschen, die Laschen muss man sich jetzt hier dazu denken, dazu geschnitten und hier dran geklebt. Dann habe ich schon mal dieses Grundgerüst. Habe es dann hier genauso wie meine Blätter gestanzt. Und das sind die Grundformen, da wo ich hier auch die Prints drauf gemacht habe. So, dann habe ich hier noch einen Boden. Also wer die Datei möchte, kann mir gerne im Kommentar seine Mailadresse hinterlassen. Dem schicke ich die Datei zu. Da habe ich ein bisschen dran getüftelt. Das war gar nicht so einfach. Und ja, das hat mir dann die Wartezeit so ein bisschen versüßt. Gut, die habe ich jetzt schon alle fertig gemacht. Also ich habe es auch von beiden Seiten mit Designpapier beklebt. Habe immer ein Papier genommen, außer jetzt das Deckblatt und Januar habe ich im gleichen Design genommen und habe das alles so ein bisschen in Gold und Weiß gehalten. Das ist wie gesagt die Silvesterdatei von Kleine Göre und dass es dann hinten auch so aussieht, habe es dann alles gestanzt. Das ist nicht ganz perfekt, aber ich bin schon gespannt, wie es jetzt sein wird, wenn ich es ganz drauf mache. So. Das heißt, ihr braucht als erstes die Datei oder ihr erstellt euch selber was. Und dann müsst ihr gucken, wie ihr das designen wollt, ob ihr selber Kalenderblätter habt. Weil ich habe das mit diesen viereckigen, ich hatte da erst was vor. Aber ja, das ging nicht so recht, wie ich mir das dachte. Da hätte ich in die 2018 reingestanzt und habe es gelassen und habe mir dann im Store diese Kalender geholt und konnte die gleich auch so mit ausdrucken. Dadurch, dass man das immer auch gleich alles schneiden kann, ist das eine recht schnelle Angelegenheit. Und ja, wenn das alles fertig ist, könnte man das praktisch auch schon in die Maschine hängen. Das machen wir gerade, ne? Ihr natürlich zuerst den Drahtbinderrücken, den ihr nutzen wollt. Den hängt ihr mit diesen größeren Laschen, also mit diesen hier wird er eingehängt. Dann nehmt ihr euer Projekt. Hängt es ein und dann von unten nach oben.
mal gucken, ob ich das jetzt komplett so drauf kriege. Kommt das rein? Dann habt ihr das schon mal arretiert. Ich bin schon gespannt, ob ich das Ganze auch zugeklebt kriege später. Aber jetzt bin ich auch erstmal gespannt. Ich glaube eigentlich, weil das ist ein bisschen zu groß für diese 3/8 Drahtbinderrücken. Aber das sehe ich gleich. So. Und gut, dass ich nochmal geguckt habe. Das ist nicht 3/8, sondern 3/4. Das heißt, ich muss das hier nochmal verstellen. Das geht echt etwas schwer. So. Dann macht man das Ganze raus. Macht es so, dass die Öffnung schön mittig ist. Man braucht natürlich ein bisschen mehr Platz. So, kommt es raus. Und dann setzt man das hier so an, dass es unten und oben an die Wand stößt. Und wenn man relativ runde Löcher haben möchte, sollte man das sehr langsam machen. Ja, fürs erste Mal stanzen würde ich sagen, sind die schon richtig gut. Richtig schön rund. Hier sind sie auch zu. Und wie ich gesagt habe, es ist wahrscheinlich schon ein bisschen zu eng. Es geht noch. Aber ich denke, ich kann auch ruhig noch größere Drahtbinderrücken holen. So, jetzt wird es spannend, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. So. Jetzt muss man erst nochmal das Dreieck fertig formen, ohne Boden. Und ich hoffe, ich kriege den Boden dann irgendwie drauf. Ansonsten muss ich mir da auch noch mal was anderes einfallen lassen, dass ich es vielleicht komplett ohne Boden mache. Aber vielleicht klappt es ja auch. Wie gesagt, es ist auch nur, um euch ein Projekt zu zeigen. Und dieses ja, Kalenderdreieck hatte ich von Anfang an irgendwie im Kopf. Und da muss ich das auch immer gleich machen. Jetzt kommt man ja hier noch rein, um das zu kleben und das festzudrücken, aber später. Ja, das ist ein bisschen schwer, das dachte ich mir schon. Und hängt so ein bisschen runter. Da müsste ich mir noch was anderes einfallen lassen, okay. Aber ich finde schon mal nicht schlecht. Ich müsste es wahrscheinlich schräg stanzen. So, und jetzt haben wir ja hier unten die Laschen. Und die würde ich jetzt einfach einmal komplett na, wo ist das Ende? Ich denke, dass es mit Flüssigkleber noch ein bisschen schwieriger wird. Das Ganze noch einmal kurz andrücken. Ich denke, das hat noch Potenzial nach oben. Ich habe auch gerade ein paar Ideen bekommen, wie man das noch alles machen könnte, wenn man dieses Dreieck
diese Pyramide gerne beibehalten möchte. Ich finde das richtig gut. So, jetzt gucken, dass ich es auch richtig klebe. So, die überlappenden Ecken klebe ich schon mal zusammen. Und kann dann das Dreieck drauf geben. Was gar nicht so einfach ist. Das hält schon mal erstaunlich gut. Also das ist schon mal was geworden mit dem Dreieck. Was nur ist, ich dachte, dass das vielleicht noch ein bisschen enger ist und dass es dadurch ein bisschen besser hält. Das hängt hier so ein bisschen runter. Aber dadurch, dass er hier gleich steht, geht das. Dann kann man das halt immer so umklappen. Und hat dann auf dem Tisch immer im aktuellen Monat den Standkalender. Ich finde das gar nicht schlecht. Und den werde ich erstmal behalten, bis ich mir überlegt habe, wie man das besser machen kann. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn man das ein bisschen schräg stanzt, das muss wahrscheinlich ein bisschen schräg eingelegt werden. Oder noch engere Ringe. Aber ich finde, das ist schon zum Umblättern richtig perfekt. Und dass er auflegt, das sieht man ja eigentlich gar nicht. Ich finde das richtig cool. Und wie gesagt, wer gerne die Datei haben möchte, kann gerne im Kommentar seine Mailadresse hinterlassen, dann schicke ich sie euch. Ich habe es auf A4 gemacht. Ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht, für 12x12 auch eine Datei zu erstellen. Aber das kann man ja dann mit Verschweißen und Zusammenfügen machen. Und ja, das war nur so ein kleines Projekt gleich am Anfang. Da kommen jetzt bestimmt noch einige mehr mit dem neuen Spielzeug. Und ja, die nächsten Videos werden alle Kalender sein, weil ich das eigentlich jetzt ganz schön finde, zum Jahreswechsel ein bisschen Kalender zu machen. Man könnte jetzt diese ganze Pyramide auch noch ein bisschen verzieren. Kann man auch noch nachträglich machen. Ich muss mal gucken, was hier ich das mache. Oder ob ich die einfach in Schwarz lasse. Ich finde es eigentlich ganz schön vom Design her mit dem Gold-Weiß. Und ja. Dann bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen und bis ganz bald. Tschüss.